Am 01.05.2024 um 19.55 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Küchenbrand im China-Restaurant Pekinggarten auf der Grotestraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war Brandrauch sichtbar. Bei Eintreffen hatten alle Personen das Gebäude verlassen. Der Brand hatte sich in die Lüftungsleitung ausgebreitet. Weitere Räume waren verraucht. Der Rettungsdienst übernahm die Sichtung des betroffenen Personals. Zwei Personen mussten zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Gäste im Restaurant. Ein Trupp mit Atemschutz begann die Brandbekämpfung im Gebäude. Über die Drehleiter wurde das Dach kontrolliert und eine Brandausbreitung mit einem Strahlrohr verhindert. Schnell konnte Feuer unter Kontrolle gemeldet werden. Bei den Nachlösch- und Aufräumarbeiten wurde das Gebäude kontrolliert und belüftet. Während des Einsatzes war die Straße in dem Bereich gesperrt. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Hilfeleistungslöschfahrzeuge 1, 2, die Drehleiter 1, das Tanklöschfahrzeug 2, die Löscheinheit Rahnsdorf, der Rettungswagen 1.5 und drei Funkstreifenkraftwagen. Hallo. Hallo. Alles hinter der Absperrung ist in Ordnung, wie gesagt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.